und sie begründen das wirklich und ich glaube diesen Menschen, dass sie das selbst glauben. Sie sind selber überzeugt davon, dass noch mehr Waffen in irgendeiner Weise diesen Konflikt beenden könnten, weil sie glauben, der Russe wird dann selbst die Waffen strecken, ja, der wird also aufgeben oder der wird sich zurückdrängen lassen auf eigenes Territorium und dann sagen, alles klar, Freunde, wir haben diesen Konflikt verloren, entschuldigt bitte, wir wollen Friedensverhandlungen oder so.